Es geht doch nichts über ein gutes Netzwerk. Und da kann ich wirklich mit Stolz behaupten, dass das Netzwerk des Untergrundes brillant funktioniert. Ja, gestern habe ich ja über den Boden gesprochen. Und heute darf der Boden persönlich zu Wort kommen. Ich habe euch ein paar Auszüge mitgebracht aus meinem Buch, Die Stimme des Bodens. Und ja, das ist tatsächlich wörtlich zu nehmen. Also da kommt der Boden zum allerersten Mal wirklich persönlich zu Wort. Und ja, nimmt uns mit an ganz viele verschiedene Schauplätze. Wenn man so will, vom Sandkasten bis zum Friedhof. Und es geht dann raus in den Gartenboden, in den Ackerboden, in den Waldboden, aber auch in den Boden in der Stadt, auf dem Festivalgelände oder im Badezimmer, was er da zu tun hat. Und es wird an der einen oder anderen Stelle auch kulinarisch, wenn es darum geht, was Boden mit Bier, Wein oder Whisky zu tun hat. Da war natürlich für heute Abend so ein bisschen die Qual der Wahl, ja, welche Stellen ich jetzt vorlese. Ich habe so ein kleines Medley gemacht, ein kleines Potpourri, natürlich ein bisschen auch mit einem Auge in Richtung Garten und Wald und hoffe, da ist für euch ein bisschen was Spannendes dabei. Und je nachdem, wie lange ihr jetzt beim Waldgartenkongress heute schon zugehört habt, war natürlich jede Menge Input und ihr könnt es euch jetzt richtig gemütlich machen. Vielleicht habt ihr auch schon einen Tee oder das Abendbrot an der Seite. Macht es euch jetzt vorm Bildschirm gemütlich und dann könnt ihr gleich den Geschichten aus dem Untergrund lauschen. Ich habe noch ein paar Folien vorbereitet, die würde ich jetzt einfach noch mal nebenbei einblenden, dann müsst ihr mir nicht die ganze Zeit beim Lesen zugucken. Wie gesagt, der Boden kommt persönlich zu Wort und ist da auch ganz direkt in der Ansprache, das werdet ihr gleich merken, also er duzt die Lesenden einfach auch. Wie so ein Nachbarschaftsplausch ist es letztendlich. Und genau das will das Buch auch sein. Also so ein Kennenlernen, so ein erstes Kennenlernen mit unserem Nachbar Boden. So einfach einen Bereich, wo man sonst gar nicht so oft hinschaut. Und in guter Manier starten wir natürlich mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Einen untergründigen guten Abend. Ich bin der Boden. Jetzt fragst du dich vielleicht, Boden? Was denn für Boden? Teppichboden? Dachboden? Oder Pizzaboden? Nein, nein, es geht um den lebendigen Boden. Das, was du unter deinen Füßen spürst, wenn du draußen unterwegs bist. Egal, ob du am Sonntagnachmittag einen Spaziergang machst, in der Woche durch die Stadt zu einem Termin eilst oder nach Feierabend im Garten den Rasen mähst. Unter deinen Sohlen bin ich immer in deiner Nähe. Als Boden zeige ich mich auf jeder Ackerfläche. In deinem Gemüsebeet, auf der Blumenwiese am Straßenrand, aber auch am Strand, im Moor oder in einer Baugrube. Und selbst dort, wo du mich nicht siehst, bin ich dennoch vorhanden. In der Fußgängerzone, unter deinem Haus oder unter dem Parkplatz von deinem Supermarkt. Ein stummer, düsterer und dreckiger Geselle. So ein Bild hast du vielleicht von mir, wenn ich manchmal ungewollt auf deinem Wohnzimmerteppich lande oder mich draußen nicht von deinen Schuhen oder dem Fell deines Vierbeiners trennen konnte. Von Zeit zu Zeit schrubbst du mich leidenschaftlich von deinen Kartoffeln und Karotten ab oder wäschst mich von deinem Salat, damit nachher bloß nichts zwischen den Zähnen knirscht. Ja, das war's dann aber auch schon mit unserem Kontakt. Kaum Gelegenheit, um sich mal etwas näher kennenzulernen. Ja, es stimmt schon. Ich bin eher introvertiert, nicht kuschelig oder besonders niedlich. Und ich bleibe meist im Hintergrund oder besser gesagt im Untergrund. Doch nun möchte ich, nicht ganz uneigennützig, einmal die Gelegenheit ergreifen, um ein Stück weiter nach vorne zu treten. Wir sind schließlich schon so lange Nachbarn. Da wird es höchste Zeit, mich endlich einmal gebührend vorzustellen. Ich begleite euch Menschen seit Anbeginn der Zeit. Von jeher sind wir eng miteinander verbunden.
Ja, doch in der letzten Zeit scheinen viele von euch dieses enge Band vergessen zu haben, auch wenn es nach wie vor vorhanden ist. Denn nicht nur draußen bin ich in deiner Nähe, auch in deiner Wohnung, in deiner Küche, an deiner Kleidung und manchmal direkt auf deinem Körper. Meine vielen großen und kleinen Bodenbewohner halten für mich überall Augen und Ohren offen, sodass ich immer auf dem aktuellen Stand bin, was bei euch Menschen so los ist. Es geht doch nichts über ein gutes Netzwerk. Und da kann ich wirklich mit Stolz behaupten, dass das Netzwerk des Untergrundes brillant funktioniert. Damit auch du bewusster Teil dieses Netzwerks sein kannst, will ich dir einen Einblick in meine Welt geben. Und wer weiß, vielleicht erfährst du dabei auch etwas mehr über dich selbst. Als Boden bin ich ein Buch der Natur, die Seite für Seite ihre Geschichte in mir niederschreibt. Auch ihr Menschen verewigt euch durchgehend auf meinen Seiten. Ja, doch lesen können dieses Buch nur die wenigsten von euch. Zeit also, ein paar Zeilen zu verfassen, die für alle lesbar sind. Manchmal nennst du mich Erde, manchmal Matsch oder Dreck. Doch da unten wartet viel mehr, als du bisher vielleicht vermutest. Unter deinen Füßen existiert ein wahres Universum. Universum klingt übertrieben? Keineswegs. Ja, gut, ich bin da vielleicht ein wenig voreingenommen. Aber als Boden habe ich wirklich eine Menge zu bieten. Ich bin fast überall und ganz sicher sehr oft auch in deiner Nähe. Häufig bist du dir dessen nicht bewusst, doch ich begleite dich von deiner Kindheit bis zu deinem Tod und darüber hinaus. Ich nehme dich ständig wahr, mal positiv, mal negativ, auch wenn du mich nicht immer siehst. Aber schau selbst, du bist herzlich eingeladen auf ein paar exklusive Einblicke in mein Leben. Ja, so viel zunächst mit der kleinen Vorstellung von unserem unterirdischen Nachbarn. Und das ist häufig ja auch der Aspekt, das hatte ich gestern auch bei dem Vortrag erwähnt, dass wir ja den Boden selten wirklich so richtig als das wahrnehmen, was er ist und was er alles kann, wie viele Fähigkeiten, ja, Superkräfte dazu, die wir jeden Tag nutzen, ganz selbstverständlich, ohne da länger drüber nachzudenken. Von daher war es einfach an der Zeit, dass der Boden mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und uns den ein oder anderen Hinweis gibt, was er denn für uns alles so tut. Ja, und es, wie es eben so schön hieß, vom Sandkasten bis zum Friedhof. Und genau so ging es im Prinzip auch bei mir damals los. Da möchte ich mich kurz an die Vorstellungsrunde von unserem Boden nochmal anschließen. Für alle, die gestern nicht dabei waren, mein Name ist Sonja Medwetzki. Ich bin Bodenkundlerin und Autorin und bin ja groß geworden auf einem Bauernhof im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen. Und so sah das bei mir damals aus mit dem ersten Bodenkontakt sozusagen. Und ja, das kennen viele wahrscheinlich, die irgendwie mal im Sandkasten unterwegs waren und da wirklich direkt am lebenden Objekt noch den Kontakt hatten und dem Element Erde ganz nah waren. Ja, aber je älter man wird, desto mehr entfernt man sich häufig von dieser Thematik. Es sei denn, man macht es dann zu seinem Beruf, wie zum Beispiel dann als Gärtner oder im Bereich Forst, in der Landwirtschaft, wo dann plötzlich der Boden wieder einen ganz anderen Stellenwert einnimmt. Und so ähnlich war das bei mir auch. Ich habe dann Geografie und Bodenwissenschaften studiert und dann viele Jahre in einem Ingenieurbüro gearbeitet. Vom Thema her eher baulastig, also Boden auf der Baustelle. Und egal, wo ich unterwegs war und dann erzählt habe, was ich beruflich so mache, dann gab es vielleicht noch so ein müdes Aha. Und dann war das Gespräch aber häufig auch schnell beendet, weil die Leute gar nicht so viel damit anfangen konnten, was man als Bodenkundlerin oder Bodenwissenschaftlerin denn eigentlich so macht. Und das ist viel zu schade, als also der Boden hat so viele wirklich spannende Geschichten zu erzählen. Und da war dann irgendwann die Idee geboren, das Ganze auch als Buch zu verpacken. Und der Boden, der hat natürlich auch eine, ja, so eine Entstehungsgeschichte. Das, er ist ja nicht einfach da,
sondern auch der ist im Laufe der Zeit, der Jahrhunderte und Jahrtausende entstanden. Und wie er entsteht und woraus er eigentlich entsteht, das hören wir uns jetzt noch mal etwas genauer an. Eine Frage der Zutaten. Es war einmal ein Stein. Bevor du jetzt vor lauter Spannung einschläfst, schicke ich direkt ein paar Informationen zu meiner Entwicklungsgeschichte hinterher. Denn ja, auch ich bin irgendwann einmal entstanden und entstehe immer wieder neu. Meine Entwicklung ist im Prinzip nie zu Ende. Vom Stein zum Boden und manchmal auch wieder zurück. So bin ich ein wahrer, wenn auch extrem langsamer Formenwandler. Wenn du beim Spaziergang über meine Oberfläche wanderst, bin ich dort bereits mehrere tausend Jahre alt. Die Natur hat mich im Laufe der Zeit in liebevoller Kleinarbeit geformt. Poetisch ließe sich ausdrücken, wenn Steinen Leben eingehaucht wird, entsteht Boden. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit, denn neben Steinen spielen auch Wasser, Luft und unzählige Lebewesen eine wichtige Rolle für meine Existenz. Irgendwer muss dem Ganzen ja schließlich Leben einhauchen. Und diese Lebewesen reichen von klitzekleinen Mikroorganismen über verschiedenste Pflanzenarten bis hin zu richtig großen Exemplaren wie euch Menschen. Es gibt sogar Böden, die bestehen fast nur aus Pflanzenresten und Wasser. Ich sag nur, oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen. Bleiben wir aber zunächst beim Stein. Ähnlich wie ein großer Keks zerfällt dieser Stein im Laufe der Zeit in kleinere Steinkrümel, die immer weiter und weiter zerbröseln. Eine Handvoll Sandkörner ist im Prinzip nichts anderes als tausende Krümel eines sehr stark zerfallenen Steins. Wenn die Zerkleinerung weiter voranschreitet, entstehen sogar noch kleinere Krümel, die dann als Schluff oder Ton bekannt sind. Doch warum zerfällt der Stein überhaupt? Der macht ja meist einen recht stabilen Eindruck. Dass auch er der Vergänglichkeit fast machtlos ausgeliefert ist, lässt sich erst auf den zweiten Blick entdecken. Oder wenn ihr sehr lange und geduldig zuschaut. Wind und Wetter sowie die immer und überall ablaufenden physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse der Natur knabbern unermüdlich an der steinernen Fassade. Da wird mal hier ein Mineral herausgelöst, mal dort durch Frost eine winzige Fuge in den Stein gesprengt. Für das menschliche Auge sind es nur klitzekleine Veränderungen, die zudem für euer Zeitempfinden ausgesprochen langsam vonstatten gehen. Doch so arbeitet die Natur, langsam und sorgfältig. Und sind erstmal die ersten Kerben in den Stein geschlagen und die ersten Minerale als Nährstoff für die Pflanzen herausgelöst, machen es sich Moose und Flechten darin gemütlich, die anschließend weiter an der Zerkrümelung des Steins arbeiten. Sie bereiten den Untergrund so weit vor, dass sich anschließend die ersten größeren Pflanzen dort niederlassen können. Angefangen bei robusten Gräsern bis hin zu einer Birke, die auf scheinbar nacktem Fels ihre Wurzeln geschlagen hat. Schaust du aber genau hin, wirst du die hauchdünne Bodenschicht erkennen, die der Pionierbirke ihren Standort ermöglicht. Im Laufe vieler Menschenleben schreitet meine Bodenentwicklung voran. Ohne Frage bestehe ich als Boden nicht nur aus einem Haufen kleiner Steine, sondern ich bin eine lebendige, bunte Mischung. Meine Entstehung lässt sich gut mit einem Kochrezept vergleichen. Die Natur schwingt sozusagen ihren bodenbildenden Kochlöffel und wirft zum Beispiel folgende Zutaten in den Topf: Eine Portion zerkleinerter Steine, wie gesagt in Form von Sand, Schluff und Tonkörnern, ein paar alte Moose und Flechten, eine Handvoll Gräser und Kräuter, einen großen Schluck Wasser, Bodentiere wie Regenwürmer, Asseln oder Tausendfüßer, eine ordentliche Würze mit Pilzen, Algen und Bakterien und natürlich eine Prise menschlicher Einfluss. Doch nicht nur feste Zutaten machen mich als Boden aus. Ich bestehe fast zur Hälfte aus Poren, wie ein guter Käse. Du läufst also zu einem Großteil auf Luft herum. Dank meiner Bodenstruktur, also den festen Bodenzutaten, die diese Luft umgibt,
kannst du jedoch, zumindest meistens, über einen stabilen Untergrund spazieren, der kaum vermuten lässt, wie viele kleine Hohlräume sich da unten verbergen. Genau in diesen Hohlräumen steckt meine Superkraft, das Speichern. Viele Poren, gleich viel Speicherplatz. Der Kochtopf der Bodenbildung köchelt anschließend langsam vor sich hin, sodass auch die zeitliche Komponente eine wesentliche Rolle spielt. Je länger es köchelt, desto weiter entwickle ich mich als Boden. Und genauso wie es viele verschiedene Gerichte gibt, die durch ihre Zutaten und regionalen Besonderheiten geprägt sind, gibt es auch viele verschiedene Böden. Auf der einen Seite sind da die eher weit verbreiteten Bodentypen, die sozusagen einem allseits bekannten Kartoffelsalat entsprechen würden. Doch selbst der klassische Kartoffelsalat hat regionale Feinheiten. Wo das eine Rezept nicht ohne Gurke, Schinkenwurst und Mayonnaise auskommt, dürfen in einem anderen Eier, Zwiebeln und Essigöldressing nicht fehlen. In beiden Fällen handelt es sich um Kartoffelsalat, der jedoch durch seine Zutaten einen ganz eigenen Charakter bekommt. Übertragen auf den Boden finden sich die unterschiedlichen Zutaten zum Beispiel im Gestein wieder, aus dem ich entstanden bin. War es ein kalkhaltiger Felsen oder eher eine Sanddüne? Welche Pflanzen wachsen auf mir und werden Teil meiner Humusschicht? Mit wie viel Wasser werde ich versorgt? Regnet es oft oder eher selten? Und bei welchen Temperaturen wird zubereitet? Neben den Kartoffelsalatböden gibt es aber auch einige speziellere Typen. Böden, die du zum Beispiel nur in den Bergen findest, sozusagen ein herzhafter Leberkäsboden, oder die nur an der Küste vorhanden sind, wie ein Matjesbrötchenboden. Boden ist nicht gleich Boden, genauso wenig wie der Mensch gleich Mensch ist. Viele Faktoren beeinflussen meine Entwicklung, sei es der Ort auf dieser Welt, die Zeit, das Klima oder ihr Menschen. Mal bin ich sandig, mal tonig oder ich habe hin und wieder nasse Füße. Andernorts ist meine Oberfläche komplett ausgetrocknet oder sogar mit einer Salzkruste bedeckt. In manchen Regionen bin ich sauer, woanders voller Kalk. Manchmal mehrere Meter mächtig und manchmal nur eine dünne Schicht auf einem Felsen. Meine Vielfalt ist nahezu unerschöpflich. Es gibt sehr viele verschiedene Bodentypen, jeder mit seiner ganz eigenen Geschmacksnote. Ja, das hatten wir gestern auch. Das war dieses Bild mit den Torten- und Kuchenvergleich. Und das ist wirklich auch ein schönes Beispiel, um das im Gedächtnis zu behalten, dass man vielleicht das nächste Mal beim Bäcker sich dann ein Stück Torte bestellt und guckt, was für ein Typ, was für ein Kuchentyp oder welchem Bodentyp würde das entsprechen. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Auch bei euch im eigenen Garten, im eigenen Waldgarten, da lohnt es sich genau hinzuschauen, was für ein Bodentyp da eigentlich vorhanden ist, was der für Eigenschaften mitbringt, welche Pflanzen da besonders gut wachsen, um dann wirklich auch für den jeweiligen Standort das optimale Konzept für den eigenen Waldgarten dann zu entwickeln. Ja, und im Waldgarten, das ist ja auch immer verbunden mit dem Thema Ernährung, Lebensmittel. Und bei der Ernährung, da geht es ja nicht nur darum, dass wir satt und zufrieden sind, sondern auch unseren Pflanzen soll es natürlich gut gehen. Und ganz besonders wichtig, auch die kleinen Bodenbewohner, denn die spielen natürlich auch in dem Kreislauf eine wichtige Rolle. Vor dem Hintergrund geht es jetzt nochmal darum, was im Untergrund am Buffet denn alles so bereitgestellt wird. Im Garten bist du bewusst oder unbewusst ganz nah an mir dran und beeinflusst mich direkt. Meist geht es dir darum, dass die Pflanzen in deinem Garten gut gedeihen. Ganz egal, ob sie kräftig wachsen, bunt blühen oder leckeres Obst und Gemüse hervorbringen sollen. Damit es den Pflanzen gut geht, müssen meine Bodenverhältnisse stimmen, denn aus mir holen sich die Pflanzen alles, was sie zum Wachsen brauchen. Nährstoffe, Luft und Wasser. Ob jetzt Gemüsebeet, Waldgarten oder Hecke,
Alles dreht sich um das richtige Futter für die Pflanzen. Und wenn ich mal nicht die richtige Menge an Pflanzenfutter in petto habe, dann helft ihr etwas nach. Und ich muss schon sagen, ihr Menschen seid wirklich kreativ mit der Futterversorgung. Was nicht alles in mich eingebuddelt wird. Angefangen von quietschbunten Düngemitteln als Kügelchen oder Saft, über alten Kaffeesatz, getrockneten Pferdemist, Eierschalen und nicht zu vergessen den guten alten Kompost. Manchmal hilft auch Nachbars Katze mit und gräbt ihre ganz persönliche Portion organische Substanz in mich ein. Hin und wieder gibt's auch einen Sack Blumenerde, wenn euer gärtnerisches Herz partout nicht mit meiner Leistung zufrieden ist. Mein Job als Gartenboden ist vielfältiger, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Auf mir soll dein Rasen schön wachsen. Ja, am besten ohne Moos und wilde Kräuter. Die Blumen sollen in voller Pracht erblühen. Selbst wenn du eine schattenliebende Staude zielsicher auf die Südseite deines Gartens gepflanzt hast. Die Erdbeeren sollen schnell und saftig heranwachsen, ebenso wie die prallen Kirschtomaten am Strauch nebenan. Ja, und die Möhren und die Kartoffeln. Gesund und knackig sollen sie aus dem Boden kommen, mit einem wohligen Erdgeruch und dem guten Gefühl, bald die eigene Ernte auf dem Teller genießen zu können. Für alle Pflanzen sollen stets genug Nährstoffe und Wasser in mir verfügbar sein. Auf die Art der Nährstoffversorgung und vor allem auf die Dosierung kommt es dabei an. Viel hilft viel, ist da definitiv nicht die Devise. Zielgruppenanalyse ist gefragt. Worauf hat die Pflanze Appetit? Was braucht sie, um groß und stark zu werden? Damit du dich über schöne und gesunde Pflanzen in deinem Garten freuen kannst, ist es wichtig, den richtigen Geschmack der Pflanze zu treffen. Die einen sind robust und nehmen, was da ist. Andere Pflanzen sind jedoch wählerisch und bestehen auf eine Spezialbehandlung, zum Beispiel in Form einer Extraportion Stickstoff oder Spurenelemente. Eine an der Zielgruppe vorbeigeplante Nährstoffversorgung kann sogar schädlich sein, wenn ein Pflänzchen sich ungehindert die Nährstoffe einer bestimmten Sorte reinpfeifen kann. Braune Blätter und hängende Köpfe sind da nicht selten ein Zeichen für eine pflanzliche Kolik. Wird mit einer Zutat übertrieben oder gegeizt, dann schmeckt das ganze Essen nicht mehr und die Pflanze geht im ungünstigsten Fall ein. Bei deiner menschlichen Verdauung ist das nichts anderes. Im besten Fall verdirbst du dir mit zu viel Salz nur ein paar Mal dein Essvergnügen. Eine dauerhafte, einseitige Ernährung oder gar eine Mangelernährung führen jedoch auch beim menschlichen Körper zu fatalen Folgen für die Gesundheit. Ja, und so geht es auch den Pflanzen. Zu wenig Wasser, zu wenig Luft, zu viel oder zu wenig Kalium oder Phosphor. All das kann dazu führen, dass Tomaten oder Blumen in deinem Garten braun und kümmerlich werden. Für einen gesunden und ertragreichen Garten müssen Angebot und Nachfrage zusammenpassen. Auf der Angebotsseite präsentiere ich als Boden meine mal mehr, mal weniger gut mit Nährstoffen gefüllten Speisekammern. Auf der Nachfrageseite stehst du mit deinen Wünschen und Plänen für die Gartengestaltung, begleitet von den Pflanzen mit ihren individuellen kulinarischen Ansprüchen. Ihr Menschen mögt ja auch nicht alle das gleiche Essen. Wo sich die einen gierig über eine Schüssel Grünkohleintopf hermachen, da verziehen die anderen lediglich das Gesicht und steuern schnurstracks auf die nächste Pommesbude zu. Wobei auch hier ein Blick auf die Art der Inhaltsstoffe nie schadet. Fastfood hilft zwar schnell gegen den Hunger, für ein gesundes Wachstum, na, ist es dauerhaft aber nicht unbedingt die beste Wahl. Das Prinzip für gesunde Pflanzen und gesunde Lebensmittel ist einfach. Alles, was eine Pflanze braucht, um zu gedeihen und für den Menschen einen großen und leckeren Ertrag zu liefern, holt sie sich aus mir, dem Boden. Ich stelle das Buffet bereit, von dem sich die Pflanzen bedienen können. Ja, und da ist es genauso wie bei euch Menschen. Jeder hat andere Vorlieben und stürzt sich auf andere Angebote am Buffet. Eine gewisse Grundversorgung ist in der Regel vorhanden, sozusagen das Basisbuffet. Je nach Ausgangsgestein und Bodenart fällt dieses Nahrungsangebot für die Pflanzen dann mal etwas spärlicher oder üppiger aus.
Doch das beste Buffet kommt für die Pflanzen nur dann auf den Tisch, wenn viele, viele bodenkundliche Küchenhelfer dafür sorgen, dass immer alles ansprechend und portionsweise für die pflanzlichen Bedürfnisse zubereitet wird. Und selbst der beste Koch zaubert keine schmackhaften Gerichte, wenn ihm selbst der Magen knurrt oder er gar am Verhungern ist. Du solltest daher immer darauf achten, dass nicht nur deine Pflanzen genug Nährstoffe bekommen, sondern auch meine unterirdische Küchencrew stets gut versorgt ist. Ein aktives und gesundes Bodenleben ist die wichtigste Voraussetzung für einen fruchtbaren Boden. Die Kollegen der Untergrundküche sind in der Regel breit aufgestellt. Regenwürmer, Asseln, Käfer, Springschwänze, Bakterien und Pilze sind mit im Team. Jeder hat seine spezielle Aufgabe, damit am Ende das Buffet für die Pflanzen serviert werden kann. Ganz egal, ob später Tomaten, Möhren oder gar eine Bambushecke deinen Garten verschönern sollen. Wenn du mich als Gartenboden nutzen möchtest, denk dran. Nur wenn meine bodenkundliche Küchencrew satt und zufrieden ist, macht sie sich fleißig ans Werk, um aus mir weitere Nährstoffe für die Pflanzenwelt zuzubereiten und am Buffet bereitzustellen. Ja. Ich glaube, dieser Aspekt, der ist gerade bei den Waldgartenfans wahrscheinlich gar nicht so unbekannt, aber trotzdem sei es immer noch mal wieder erwähnt, dass es wirklich auch darum geht, dafür zu sorgen, dass das Bodenleben im Untergrund immer satt und zufrieden ist. Denn dann, so ist es in der Menschenwelt ja auch, dann geht auch alles, was man an Aufgaben erledigen soll, viel besser. Wenn der Hunger kommt, dann wird gestreikt. Und gerade im Garten oder auch auf dem Acker kann man sich eigentlich glücklich schätzen, dass man so eine, ja, eine Vielzahl, Trillionen von kleinsten und klitzekleinen Bodenlebewesen an seiner Seite hat, die, ne, für Kost und Logis sozusagen Tag ein, Tag aus dafür sorgen, dass es dem Boden gut geht. Und ein Bodenbewohner, ein ganz bekannter Bodenbewohner, den schauen wir uns jetzt noch mal etwas genauer an. Ich habe kurz überlegt, Maulwurf oder Regenwurm, habe mich dann aber für Letzteren entschieden, da er einfach noch mehr, ja, als Qualitätsmerkmal sozusagen eines Gartens oder auch eines Waldgartens fungieren kann. Letztendlich ist der Maulwurf auch ein totales Qualitätsmerkmal, denn er lebt nur dort, wo es dem Boden gut geht und wo er viel leckeres Futter findet. Aber das ist halt in der menschlichen Welt immer die Frage, wie wir die Dinge bewerten. Und der der Maulwurf hat da häufig keinen leichten Stand. Da kollidiert dann einfach seine Art der Hinterlassenschaften zu sehr mit den Ansprüchen, die wir an vielleicht eine Gartenoberfläche stellen. Von daher gucken wir jetzt noch mal in die Welt der Würmer. Mein Mitarbeiter des Monats, ach, was sage ich, des Jahrhunderts, der ist blind, stumm, taub, fast ohne Geruchssinn und ein Strich in der Landschaft. Doch ohne ihn läuft nichts. Zum Glück hat er einen ordentlichen Appetit, auch wenn er nicht mal Zähne hat. Darf ich vorstellen, der Regenwurm. Sein Name ist Programm, hat allerdings mit regnerischem Wetter nicht viel zu tun, sondern viel mehr mit seiner Aktivität, mit seiner Regentätigkeit im Boden. Bereits vor vielen hundert Jahren habt ihr diesen fleißigen kleinen Gesellen bei seiner Arbeit beobachtet und ihm den Namen Reger Wurm gegeben, woraus im Laufe der Zeit der Regenwurm wurde. Den lieben langen Tag ist er unterwegs, gräbt seine Gänge durch mich hindurch und futtert fast ununterbrochen. Pro Tag vertilgt er da schon mal die Hälfte seines eigenen Gewichts. Aus seinem Speiseplan stehen unter anderem angemoderte Blätter oder abgestorbene Pflanzenreste. Vegetarier ist er allerdings nicht, denn auch vor kleineren Bodenbewohnern macht er nicht Halt. Ob Tag oder Nacht, ist ihm dabei egal. Während du nachts in deinem Bett liegst und träumst, ist der Regenwurm damit beschäftigt, ein Blatt nach dem nächsten in seine unterirdischen Röhren zu ziehen. Und damit der Weg trotz aller Blatteroberungen frei bleibt, klebt er sie kurzerhand als Tapete an die Wände seiner Röhren. Und hier auf der rechten Seite sieht man mal, wie das dann
nach einiger Zeit aussehen kann, diese Wurmtapeten, die man in den Röhren dann ab und zu finden kann. Den Kleister dafür produziert er praktischerweise selbst. Das frische, große Blatt ist für ihn jedoch noch nicht genießbar. Also lässt er die Tapeten von seinen kleineren Nachbarn wie Pilzen und Bakterien in mundgerechte Häppchen zerlegen. Und während er sich schließlich mit großem Appetit über das bereits zersetzte Blattwerk hermacht, landet mit jedem Bissen auch immer etwas Boden in seiner Speiseröhre. In den Innereien des Regenwurmes vermischen sich somit Blattreste mit Boden, Pilzen und Bakterien. Diese Mischung wird abschließend noch mit regenwurmeigenen sogenannten Mukopolysacchariden angereichert. Ja, und am Ende vom Wurm kommt dann der beste Dünger heraus, den ihr euch wünschen könnt. Diese Mukopolysaccharide sind im Prinzip nichts anderes als ein nährstoffreicher Schmierstoff, der dabei hilft, mir eine lockere und krümelige Struktur zu geben. Ja, was ein guter Boden werden will, er sollte also mindestens einmal den Darm eines Regenwurms passiert haben. Der vom Regenwurm aufgenommene Boden kommt am Ende als sogenannter Ton-Humus-Komplex mit einem nur etwa 5 bis 10 mal höheren Nährstoffgehalt wieder raus. Na, da lasse ich mich doch gerne mal verdauen. Für euch und eure Garten- und Ackerböden ist das auch nur von Vorteil, wenn der weltbeste Dünger kostenlos direkt im Boden hergestellt wird. Wenn man also ein Loblied auf einen Haufen singen wollte, dann definitiv auf die Häufchen der Regenwürmer. Diesen wertvollen Dünger hast du bestimmt schon öfter gesehen, denn der Regenwurm benutzt ein Außenklo und präsentiert damit stets stolz an der Erdoberfläche, was seine Verdauung vollbracht hat, wie hier auf der linken Seite. Ebenfalls fast wurmförmig hinterlässt er dabei mitten im Blumenbeet oder auf der Ackerfläche seinen Dünger. Und ja, diese Form der Selbstpräsentation ist aus menschlicher Sicht vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Aber letztendlich ist der Stolz des Regenwurmes durchaus berechtigt, spricht die Düngerqualität doch für sich. Und nicht nur die Verdauung, auch der Körperbau meiner kleinen Wurmfreunde ist bemerkenswert. Sie bestehen aus ringförmigen Segmenten. Je älter der Wurm wird, desto mehr Segmente kommen hinzu. Und zudem sind die Regenwürmer an Herzlichkeit kaum zu überbieten. Wo du als Mensch deinen Alltag mit lediglich einem Herzen beschreitest, hat der Regenwurm gleich 10 Herzen, die paarweise in seiner Mitte verborgen sind. Er ist zudem ein sehr reinlicher Geselle und trägt dazu bei, dass ich immer schön sauber bleibe. Denn die Truppe der Regenwürmer steht auf die richtig heftigen Pilze. Was in deinen Lebensmitteln für menschliche Vergiftungserscheinungen sorgen würde, verspeist der Regenwurm als Delikatesse. Dank seiner regenwurmeigenen Verdauungsprozesse bleibt am Ende nichts von der giftigen Wirkung übrig. Als bodeneigenes Desinfektionsmittel sorgt der Regenwurm somit stets für meinen einwandfreien hygienischen Zustand, sodass gesunde Nahrungsmittel für dich heranwachsen können. Auf externe Fungizide kann ich da gut verzichten, denn die töten auch die guten Pilze ab, die einer ertragreichen Ernte dienlich sind. Wirklich erstaunlich, wie viel Positives die Regenwürmer mit ihrem scheinbar eintönigen Alltag bewirken können. Boden essen, Boden verdauen und ein wenig im Boden herumkriechen. Wenn du wissen willst, ob seine Ackerfläche gut geht und sie ertragreich sein wird, dann schau dir an, wie viele Regenwürmer dort im Boden unterwegs sind. Je mehr Regenwürmer, desto besser, denn sie kümmern sich um meine optimale Struktur und ein gesundes Bodenleben. Und davon haben sie wirklich Ahnung. Schließlich leben sie bereits seit über 600 Millionen Jahren an meiner Seite. Sie haben sogar die Dinosaurier überlebt. Wirklich erstaunlich, diese kleinen Kerlchen. So viel der Lobgesang auf die Regenwürmer. Und ich gucke gerade auf die Uhr. Einen kleinen Abschluss haben wir noch, auch ein ganz kurzes Kapitel. Ich wollte noch einmal mit euch einen Schwenk machen in die Welt der Düfte. Denn Boden ist tatsächlich ein Fest für alle Sinne. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie man ihn fühlen kann,
wie man ihn schmecken kann, wie man ihn sehen kann, was man alles erkennen kann. Und Boden ist auch mit dem ein oder anderen besonderen Geruch verbunden. Und dazu zum Abschluss jetzt noch ein kleiner Ausflug für feine Nasen. Zum Ende unseres Spaziergangs möchte ich mit dir noch einen kleinen Exkurs in die Welt der Düfte machen. Oh, das duftet hier so schön, sind Worte, die ich öfter von euch höre, wenn ihr im Wald unterwegs seid. Vielen Dank, immer schön zu hören, dass man gut riecht. Neben dem Duft der Bäume ist es vor allem der wohlige Erdgeruch, der dir im Wald in die Nase steigt. Genauer gesagt, mein einzigartiges Parfum Geosmin, das ich einer speziellen Gruppe meiner Bodenbewohner verdanke. Geosmin entsteht immer dann, wenn meine Bodenbakterien mit dem klangvollen Namen Streptomyces cölicolor ihrer Arbeit nachgehen und organische Substanz abbauen, wenn sie also essen und verdauen. Und dabei entsteht am Ende der Verdauung ein Alkohol, eben das Geosmin. Doch nicht nur im Wald verbreite ich meine Düfte. Geosmin ist auch ein wesentlicher Bestandteil jenes Geruchs, den du von heißen Sommertagen kennst, nachdem es kurz geregnet hat. Zusammen mit ätherischen Ölen von in der Sommersonne getrockneten Pflanzen sowie dem Staub der Erdoberfläche verbindet sich Geosmin zum Duft nach Sommerregen, dem ihr auch den poetischen Namen Petrichor gegeben habt. In Griechenland würde es so viel heißen wie Götterblut der Steine. Je trockener der Untergrund, auf den die kleinen Regentropfen fallen, desto intensiver entwickelt sich meine geosmingetränkte Duftwolke. Deine menschliche Nase braucht nur eine klitzekleine Menge von Geosmin zu wittern, um in eine wohlige Empfindung versetzt zu werden. Aus diesem Grund haben meine Bodenbakterien sogar Einzug in eure Duftstoffindustrie erhalten. Wenn du zum Beispiel in einem Fachgeschäft bist, das sich auf allerlei Zubehör für deine Freizeit draußen spezialisiert hat, sei es nun Wandern, Klettern oder Zelten, dann wandelst du nicht selten in einem Raumduft aus Geosmin, der dich in Kauflaune versetzen soll. Manche von euch wollen sogar persönlich den gleichen bodenwürdigen Duft tragen wie ich, sodass auch der Parfummarkt die entsprechenden Produkte hervorgebracht hat. Anstatt sich auf mir zu wälzen, bekommst du den Bodenduft dann ganz einfach aus dem Sprühfläschchen. Sobald mein erdiger Geruch allerdings in deinen Lebensmitteln auftaucht, na, dann ist oft Schluss mit lustig. Das wurde mir schon von vielen Weinliebhabern berichtet, die mit krauser Nase das Glas wieder abgestellt haben, wenn es daraus zu bodenähnlich duftete. Aus wohlig wird er plötzlich muffig und macht aus dem vormals edlen Tropfen nur noch vergorenen Traubensaft. Deine Nase braucht somit die richtige Umgebung, um meinen Duft in vollen Zügen genießen zu können. Und wenn nicht bei einem Gläschen Wein, dann doch bei einem entspannenden Spaziergang. So viel aus der Welt des Bodens. Und ja, die Zeit vergeht dann immer ratzfatz, wenn man so ins Lesen kommt. Vielleicht habt ihr Lust, das Buch selber zu lesen. Oder wer nicht so gerne selber liest, hat auch bald die Möglichkeit, es sich vorlesen zu lassen. Denn das Buch soll bald als Hörbuch herauskommen. Bei dem Titel war das natürlich so der nächste logische Schritt, die Stimme des Bodens auch wirklich laut erklingen zu lassen. Und das läuft in dem Falle auch nicht über den Verlag, das läuft in Eigenregie. Und daher habe ich vor einiger Zeit ein Crowdfunding gestartet, um dieses Hörbuch möglich zu machen. Und wenn ihr mögt, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Projekt, das Buch unterstützen wollt. Ihr habt dort die Gelegenheit, zum Beispiel euch ganz exklusiv vorab das Hörbuch zu sichern. Es gibt auch Dankeschön-Pakete mit Hörbuch und gedrucktem Buch. Es gibt exklusive VIP-Lesungen zu ergattern. Schaut gerne mal auf der Seite vorbei. Und ja, ich würde mich sehr freuen über eure Unterstützung, dass die Stimme des Bodens noch mehr Leute erreichen kann. Jetzt aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt es euch ja, gemütlich gemacht mit der Stimme des Bodens und wünsche euch noch ganz viel Spaß beim weiteren Waldgartenkongress.
Thank you.